Ja, herzlich willkommen. Heute ein etwas anderes Format und zwar, ich glaube, mein erstes Mal, dass ich sowas mache. Und zwar, ich habe euch gefragt auf Instagram, ganz wichtig, folgt mir auf Instagram, denn viele Menschen fragen mich auch Dinge in den Kommentaren, ja, die ganz klar ich auf Instagram beantworte. Ja, also dieser Kanal ist sehr straightforward, strikt in eine Richtung und auf Instagram beantworte ich andere Fragen, sage ich mal, ne? So auch ein bisschen politische Sachen halt, ne? Was ich wähle oder sowas halt. Gerade Dinge, die so anfallen, auch zu C-Punkt-Thematik und solche Sachen halt. Einfach folgt mir da ganz, ganz dringend, denn da beantworte ich ganz, ganz viele Dinge, die ihr in den Kommentaren ihr euch sonst sparen könntet. Und zwar, ich gehe jetzt mal alle hier durch. Das sind ziemlich viele, muss ich sagen. Ich werde nicht alle durchgehen, aber ne, so gut es einfach geht. So, bitte ein Thema zum Haarausfall. Ganz spannend, das Video. Ja, ich bin nämlich jetzt in der Zukunft. Das Video kommt nämlich jetzt am Montag zu dem Haarprodukt von uns. Megaprodukt meines Erachtens. Zahngesundheit sind wir dran. Wir entwickeln gerade eine eigene Zahnpasta, die es so noch nicht gibt. Und zwar mit sogar, das heißt wieder ein Step weiter als alle anderen, so wie es für Puracell ihr es kennt, dass wir wirklich immer ein Step weiter sind als alle anderen. Und da sind wir gerade dran. Wir sind in der finalen Phase. Die letzte Probe, die ich bekommen habe, ist schon wirklich sehr gut. Die schmeckt wirklich Bombe. Ja, ich bin überhaupt kein Fan davon, von diesen Pulvern oder sowas halt. Ich finde es einfach ekelhaft, tut mir leid. Wenn man diese Zahnpasta, dieses Pulver, dann, das geht für mich gar nicht. Ich brauche so eine normale Zahnpasta. Die Iona gefällt mir sehr, sehr gut, aber einige Inhaltsstoffe sind da nicht so gut. Und wir haben eine quasi mit guten Inhaltsstoffen, die aber so genauso schmeckt wie Iona plus. Noch sehr gespannt auf jeden Fall. So, einige Thematiken hier zu bestimmten Stoffen, ja, die im I-Punkt drin sind, beantworte ich hier auch nicht. Ja, das ist Telegram und das ist Instagram eventuell Thematik, aber nicht auf diesem Kanal. Ja, von daher nicht böse sein. Biofilm-Aufklärung. Also Biofilm für mich ist so viele sagen, wie kann ich meinen Biofilm loswerden? Ich habe die Frage hier dreimal sogar bekommen. Das ist so eine Sache. Ihr müsst euch ja so überlegen, wenn ihr einen platten Reifen habt, ja, so, dann wechselt ihr den Reifen. So, und dann fahrt ihr aber wieder über das gleiche Nagelbett quasi halt immer wieder drüber. Ja? So, das bringt euch ja nicht voran. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, woran liegt das, dass mein Biofilm eventuell nicht so ist, dass ich die Nährstoffe optimal aufnehme. Das heißt, vielleicht zu dick. Ja? Das heißt, das Wichtige ist dabei zu gucken, dass man Dinge konsumiert, die den Biofilm nicht weiter wachsen lassen in übermäßigen, ja, Dimensionen, die dann dementsprechend dazu führen, dass du weniger Nährstoffe aufnimmst oder vielleicht zu Allergien auch führt. Und deswegen ist das natürlich das Allerwichtigste ist die Ernährung einfach. Ne? So, die Ernährung ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie dein Biofilm dann dementsprechend aussehen wird halt, ja. So. Und von daher an, also ich bin überhaupt kein Fan davon, von diesen Kuren, wo der ganze Biofilm ausgeschieden wird, wo man irgendwas trinken muss. Das ist nie wissenschaftlich belegt. Diese Leute kamen auch damals auf mich zu und ich habe gesagt, alles klar, schickt mir die zu und ich werde die machen und werde das danach im Labor untersuchen lassen. Danach habe ich nie wieder was von diesen Menschen gehört. Nur mal so, ja. Also Biofilm ist immer eine Sache, die man langfristig angehen sollte, kein Zuckerkonsum, diese ganzen Sachen gehören einfach dazu, ballaststoffreich und solche Sachen halt, ja, unverarbeitete Lebensmittel halt, ne, so, Zahnverschiebung, Weisheitszähne mal kontrollieren, würde ich sagen. Wohin willst du auswandern? Das ist echt meine schwierigste Frage momentan überhaupt. Mich interessieren natürlich so tropische Länder halt. Ich finde Indonesien super, ich finde Borneo ist absolut mein Place to be. Empfehle ich jedem, der irgendwann nochmal da hinkommen kann, fliegt nach Borneo, das ist eine Landschaft, das glaubt ihr gar nicht. Ihr habt Strand und eine Stunde später seid ihr auf 3000 Metern Höhe und da gibt es Wälder, Urwald, so wie nirgendwo auf der Welt nochmal. Vielleicht noch Sumatra. Ja, zwar gibt nur noch einen Ort, wo es freie Orang-Utans gibt auf der Welt, das sind eine zwei und das eine davon ist Borneo zum Beispiel. Also wirklich, das ist so mein Place to be, wo ich drauf schiele auf jeden Fall. So, Karies halber. Karies würde ich halt immer so sehen. Wenn er schon sehr weit quasi sich in dein Zahnfleisch, in dein Zahn integriert hat, ja, in den Zahnschmelz auch, dann würde ich es trotzdem rausbohren lassen und dann würde ich darauf achten, dass du weniger säurehaltige Sachen isst, ja, und zuckerhaltige Sachen gleichzeitig, denn die Bakterien, die Karies verursachen, brauchen Zucker, damit sie an glatten Oberflächen absorbieren können. Den brauchen sie für ihren Stoffwechsel, um dass sie daran abhaften können, ja. So, deshalb, wenn Tiere draußen, die essen immer sehr ballaststoffreich, ja, dass das ständig gereinigt wird, ja, oder halt essen halt gar keine Zucker zum Beispiel halt, ja, zum Beispiel auch viele omnivore Tiere, die haben auch nie Karies, ja, von daher immer danach die Zähne putzen, säurehaltig und zuckerhaltig, immer danach die Zähne putzen, ganz wichtig. Das heißt, sowas wie Orangensaft oder Zitronensaft ist natürlich tödlich, ja. Sendeformat auf Politik hätte ich auf jeden Fall Lust, ja.
Aber habe ich keine Zeit dafür. Ja? Das ist das Problem für mich gerade. So, was würde ich wählen? Das ist ein spannendes Thema jetzt auf jeden Fall. Habe ich mich auf Instagram dazu auch geäußert. Das fragt jemand auch auf Instagram. Offensichtlich schaut er nicht meine Stories immer an. Aber es ist ganz klar, ganz kurze Worte dazu. Jede Partei hat seine Vorteile auf jeden Fall. Ja, man kann sagen, zum Beispiel FDP, Legalisierung von Cannabis, finde ich mega halt. Ja, es ist definitiv eine Sache, wo Menschen nicht von aggressiv werden, wie vom Nervengift Alkohol. Ja, was hat man zu befürchten? Da ist noch kein Mensch von gestorben in dem Sinne halt. Ja, so, man hat zu befürchten, dass es Einstiegsdroge ist oder sowas. Ja, aber überlegt doch einfach mal, das Argument wird ja automatisch, wird sich schon widerlegt, wenn sowas überhaupt sagt. Man schwächt ja auch extrem krass die Kartelle, Anführungsstrichen, denn die haben ja dann kein Geschäft mehr, weil man nimmt ihnen sie einfach weg und kassiert dann selbst die Steuern dafür halt, ja. Also deswegen, das ist genial einfach, ja. Und das ist die einzige Partei in dem Sinne, aber hat sonst auch nicht so, ja, ein paar fragwürdige Ansichten, ja. Zum Beispiel AfD, selbst die hat auch super Ansätze, zum Beispiel Abschaffung von Rundfunk, ja, Austritt aus der EU, solche Sachen halt, ja. Also es gibt so, jede Partei hat so seine Steckenpferde auf jeden Fall, ja, man muss sich mit allen beschäftigen, was ich auf jeden Fall ganz klar sagen kann, ich werde auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen, und ich finde es auch das Schlimmste, was man tun kann, meines Erachtens, sorry, wenn ich so sage, wenn man die Grünen wählt, weil zum Beispiel, einfach nur als Beispiel, wenn du jetzt versuchst, ein Land aufzubauen, was gerade mal 19% aus erneuerbaren Energie generiert, vollständig darauf umzustellen, ja. E-Autos, die nicht mehr in die Tiefgarage fahren können, ja. Menschen mit Steuererhöhungen noch weniger Geld da lässt, die sich aber dann neue Autos anschaffen müssen, die ja auch wieder teuer sind. Und vor allen Dingen auch in der Automobilindustrie, das ist überhaupt, womit Deutschland sein Geld verdient. Das Einzige, was Deutschland noch hat, das ist das Einzige, was wir haben. 40% der Arbeitsplätze werden verloren gehen, wenn wir diesen Umstieg so radikal machen, wie es die Grünen fordern. Denn eine Herstellung von Batterien braucht einen deutlich niedrigeren Personalschlüssel als von den Verbrennermotoren, die wir momentan haben. Das heißt, wo gehen die 40% der Arbeitsplätze hin aus der Branche, die momentan Deutschland überhaupt noch füttert? Also ich kann hier ewig weitermachen mit den Grünen. Das ist eine Katastrophe. Leider muss ich auch sagen, die SPD ist sehr, sehr, ich habe mich wirklich mit dem Wahlprogramm auseinandergesetzt. Ist nicht so, dass ich irgendwas hier sage. Deshalb kann ich sagen, viele an Vor- und Nachteile. Und was ich aber sagen kann, dass Olaf Scholz zum Beispiel von der SPD noch ganz kurz, ja, Finanzminister, also Bundesminister der Finanzen, ja, und Stellvertreter der Bundeskanzlerin. Was ich aber sagen möchte, ist, dass wenn der Finanzminister, ja, Bundesfinanzminister, ja, es nicht hinkriegt in einem Land, das den Höchstsatz der Steuern hat und wenn er die Wahlen gewinnt, noch weitere Steuererhöhungen einführen möchte, obwohl er schon das meiste Geld von allen Ländern auf der Welt, von den Menschen, die im Land wohnen, bekommt, die Wirtschaft so hinzubekommen, dass sie wächst, hat dieser Mensch nichts, wirklich gar nichts für mich verloren. Als Bundesfinanzminister. Tut mir leid, das ist einfach meine Meinung. Ja. Wer es dann nicht schafft, halt und noch mehr von den Menschen abverlangt, eine Katastrophe. Ja. Die Grünen wollen ja sogar noch eine Abgabelast quasi machen, halt. Ne? Eine Lastabgabe heißt das, glaube ich. Ne? Dass die Menschen von ihrem Erspartem überhaupt noch was abgeben müssen. Das ist überhaupt die größte Frechheit. Überlegt euch das mal. Es wird so viel Geld gedruckt. Im Jahr 2020 wurde so viel Geld gedruckt, wie überhaupt existiert. In einem Jahr 20%. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Menschen zahlen hier in Deutschland den Höchstsatz in Steuern, ja, haben extrem wenig Geld noch über. Und das Geld, was die noch über haben, um zusammen sich zu sparen, ja, wird noch entwertet, indem die Geld drucken, ja, wie Monopoly-Geld ständig, ja. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und dann musst du noch eine Lastenabgabe machen, halt. Das, was du dir noch erspart hast, musst du noch einen Teil davon abgeben, wenn die Grünen an die Regierung kommen. Ich sage euch gute Nacht auf jeden Fall. So, das ist aber auf jeden Fall genug. Aber da habe ich schon mich sehr viel dazu geäußert auf Instagram halt, ne, welche Vorteile verschiedene Parteien haben, wie auch immer halt, ja. Was tun bei Hashimoto? Ich habe ein sehr spannendes Video gemacht vor kurzem für Schilddrüse. Da gab es eine randomisierte placebo-kontrollierte Studie, ja, Blinde sogar, manchmal war das gewesen, mit vielen ausreichend Teilnehmern, um aussagekräftig zu sein. Man hat mit einer statistischen Signifikanz gesehen, dass die Autoantikörper gegen die Schilddrüse, ja, gesenkt wurden durch Schwarzkümmelöl, fand ich sehr, sehr interessant halt. Und natürlich auch Selen ist immer sehr, sehr wichtig, denn das verhindert die Radikalbildung. Denn jedes Mal in der Schilddrüse, wenn Jod quasi addiert wird, ja, an das Tyrosin entstehen Radikale durch Wasserstoffperoxid und die werden gepuffert durch Selen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, die meisten Knoten, die entstehen auch, hier war auch eine Frage, irgendwas mit Knoten in der Schilddrüse, ist ja das, wenn Abnormalitäten in Zellteilungen passieren, die passieren meistens durch Radikale oder durch radikalische Moleküle, wie zum Beispiel Wasserstoffperoxid, das ist ja kein Radikal. Das ist ganz wichtig, dass ihr dann auf jeden Fall auch immer genügend Antioxidantien da habt. Was tun bei Demenz? Also meines Erachtens ist es so, Demenz korreliert sehr, sehr stark in der Studienlage mit Aluminiumkonzentrationen im Gehirn. Ne? Und meines Erachtens
ist Silizium ein sehr, sehr guter Binder von Aluminium. Ja. Wichtigste Blutwerte, ich habe ein Blutwertevideo hochgeladen, das sind sehr wichtige Werte, aber wenn du es ganz genau haben willst, IMD Berlin empfehle ich dir, ganz, ganz spannend. Da kann man Sachen messen wie zum Beispiel NADH, Q10, Glutathion, also reduziertes Glutathion vor allen Dingen, diese ganzen Sachen einfach mal, ATP vor allen Dingen halt, ne? Wie funktionieren die Mitochondrien vor allen Dingen, ja? Wie funktioniert dein Darm, ja, Zonulin muss man im Blut messen, ja, so diese ganzen Sachen, das ist sehr, sehr spannend, das einfach mal zu sehen, dann da weißt du mal wirklich, was so abgeht. Und das, was man mit den Ärzten misst, wenn da irgendwas schon aus der Reihe ist, dann ja, ne? Wanderst du noch aus? Also wenn die Grünen an die Macht kommen, bin ich safe sofort weg. Ja, ich bin immer noch, ich kann ja gerade nicht reisen. Ich würde mir gerne noch ein paar Sachen einfach angucken halt, ne? Aber das ist einfach das Problem, dass man nur sehr, sehr bedingt einfach reisen kann gerade halt, ne? Sonst, ich bin auf jeden Fall mit dem Gedanken massiv am Spielen, weil ich kann nicht noch eine Steuererhöhung ertragen einfach in dieser Welt. So, willst du ein Sponsor für ein Fußballteam werden? Ja, schreib uns gerne an. Was kann man tun, wenn die Periode unregelmäßig oder selten bleibt? Ja, also meistens übermäßiger Sport, ja, oder Hormonstörungen, was auch damit einhergeht mit übermäßigem Sport, natürlich auch zu viel Stresshormone, wie auch immer halt, kommt das dementsprechend zu Disbalancen. Und das Entscheidende ist dabei eben zu schauen, dass man genügend Fett isst und moderaten Sport macht als Frau, nicht zu übertreiben und natürlich auch die Eisenmenge. Das heißt, ganz wichtig, moderaten Sport, alle Hormone überprüfen lassen, Eisenwert überprüfen lassen, das will ich jetzt allererstes machen, ja. Histaminintoleranz haben wir ebenfalls was auch entwickelt, was unserer Meinung nach tolle Ergebnisse gezeigt hat. Natürlich ersetzt keinen ärztlichen Rat, ganz wichtig. Aber dann natürlich erstmal die Lebensmittel reduzieren, die das beinhalten, ne? So, damit man nicht ständig die Entzündung im Körper vorantreibt, halt einfach, ne? So, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann meines Erachtens an der Darm. Beschaffenheit arbeiten, denn man muss ja mal vorstellen, wenn etwas nicht funktioniert, dann ist es das, wie du es jetzt gerade machst und lebst, ja nicht das Optimum. Das heißt, man versucht immer nach und nach irgendetwas zu ändern, um zu wissen, wo ist die Stellschraube, wo es dann dran gehapert hat einfach. Ne? Man muss da systematisch dran gehen halt einfach. Ne? So. Lebensmittel reinnehmen, integrieren oder sowas halt. Ne? So. Ozonwasser trinken schädlich, unbedenklich, finde ich nicht geeignet, definitiv gar nicht geeignet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ozonwasser, es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, dass das Trinken von Ozonwasser den Blutsauerstoffspiegel erhöhen lässt. Denn Ozon ist ja ein Molekül, was aus drei Sauerstoffmolekülen entsteht, Atomen besteht, und es zerfällt dann dementsprechend zu einem Sauerstoffmolekül und einem Singulett-Sauerstoff, das heißt einem normalen Sauerstoff. Und dieser ist sehr, sehr radikal, deshalb ist es auch eingesetzt, zum Beispiel auch in Schwimmbädern und solche Sachen zur Desinfektion. Ja, so. Es wird in Städten natürlich auch davor gewarnt, ja, denn es kann die Lunge beeinträchtigen, das Gas halt einfach. Und das dann halt einfach einzunehmen, ist für mich nicht verständlich. Das war jetzt dann, weil es auch nicht in dem Maße im Blut sicherlich ankommen wird, der Sauerstoff, und weil es auch antibakteriell, antifungal und so weiter wirkt, weil es Wasserstoffperoxid entstehen lässt. Und das in großen Mengen in sich zu haben, ist auch sehr fraglich, wie das wirkt. Also ich bin da kein Freund von. Politische Karriere total gerne, ja. Aber ich entwickle einfach zu gerne Produkte halt, ne, und helfe den Menschen damit. Das ist einfach das, was ich am meisten mache. Auf was würdest du niemals verzichten? Boah, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich auf Sport. Ja, wahrscheinlich auf Sport, ja. Tipps gegen Herzkrankheiten. Ganz wichtig, möchte ich mich nicht groß äußern, aber ich möchte sagen, dass der Q10-Spiegel, Coenzym Q10-Spiegel im Herzen nur noch halb so hoch ist mit 40 wie mit 20. Das möchte ich dir einfach nur mal sagen, ja. Ist Koffein ungesund? Jein. Also, es ist so, dass tatsächlich Kaffee gezeigt hat, dass 2 Tassen sogar förderlich sein können für die Gesundheit halt, ja. So, das hat Studien, habe ich jetzt auch ein Video, ein eigenes gemacht. Das ganz Wichtige ist aber zu verstehen, dass das Koffein oder auch das Koffein auch im Grüntee ist ein bisschen was anderes, aber Koffein führt dazu, dass Hormone, Dopamin, Noradrenalin und solche Sachen halt etwas höher gehalten werden und dadurch der Stoffwechsel ein bisschen mehr angekurbelt wird. Das hat einen Vorteil natürlich, indem man Gewicht verliert, was sehr stark korrelierend ist mit Gesundheit natürlich, ne? Normalgewicht bzw. ein gutes Gewicht zu haben und kein Übergewicht zu haben. Aber ganz wichtig, wenn der Stoffwechsel immer auf Hochtouren läuft, etwas höher, entstehen auch immer mehr Radikale. Denn jedes Mal, wenn der Stoffwechsel hochläuft, wird Substrat verstoffwechselt, Zucker, Fett, und dabei entstehen Radikale. Das Schöne ist dabei, zum Beispiel aus Grüntee, ja, Extrakt oder Grüntee, ist das, es enthält unter anderem noch gleichzeitig Antioxidantien, ja, so, die dann auch das wegpuffern, was der hohe Stoffwechsel quasi als Späne beim Segen verliert. Ja. Das ist das ganz Tolle, von daher würde ich das immer sowas eher empfehlen. Ich
Nachschlagewerk bringe ich raus, ja, Buch, ich schreibe dran, ja, aber es dauert wirklich sehr lange, weil es wird wirklich das, es soll das beste Buch überhaupt werden halt. Wichtigsten Supplements, boah, schwierig jetzt. Ich mache mal eine Top 5, meines Erachtens der Vitamin-D-Komplex, also mit Magnesium, K2 und D3. Ist für mich sehr, sehr wichtig. Wenn du dich vegan ernährst, natürlich dann B-Vitamine halt, ist sehr, sehr wichtig. Dann ist für mich ganz, ganz wichtig Schilddrüsenkomplex. Wird viel zu oft, ich sage 80% der Autopsien zeigen Abnormalitäten in der Schilddrüse einfach an, die man normalerweise auf einem Ultraschall so nicht sieht. Das hat natürlich Gründe, weil die Vitamin A oder Selen oder Jodversorgung nicht suffizient stattfindet bei uns in der Gesellschaft. Dann finde ich, achso, zum B-Vitamin finde ich immer ganz, ganz wichtig, wenn du einen B-Komplex hast, immer Folat. Folat ist das Allerwichtigste in Verbindung mit B12 vor allen Dingen, weil das senkt dann den Homozysteinspiegel. Das ist ganz, ganz wichtig, die Verbindung. Dazu habe ich ebenfalls ein Video gemacht. Ja. So, das heißt B12, D3, Schilddrüsendingens, hier steht sogar unser Produkt gerade noch. Genau, und dann würde ich noch ganz klar sagen, Omega-3, ne? Auch einer meiner wichtigsten Sachen. Und dann, wenn ich jetzt in dem Shop nachgehen würde, bei uns im Shop, ja, das zweithäufigste Produkt, ne? So, ist nur halb so oft gekauft wie Glutathion bei uns. Ja, das Glutathion ist mehr als doppelt so hoch wie das zweithäufigste Produkt bei uns im Shop, ne, was gekauft wird. Das müsst ihr euch vorstellen, Glutathion schmeckt wahrscheinlich ist mit unser schmeckendste Produkt halt so, ja. Aber es wird am meisten gekauft, weil hier sehen wir ganz klar, dass die meisten Menschen das nicht kaufen wegen dem Geschmack oder sowas, weil die Menschen hier wirklich merken, dass das eine Wirkung hat und dass es mit nichts anderem zu vergleichen ist. Ja. Von daher ist meines Erachtens Glutathion echt unglaublich, das. Wirklich unglaublich. Das spiegeln ja, und das ist ja objektiv, das spiegeln ja unsere Zahlen wieder halt. Ne? Das ist ja das, wovon die meisten Menschen bei uns profitieren. Ne? Leitungswasser unbedenklich trinkbar ist meines Erachtens definitiv nicht unbedenklich. Sein Leben lang trinkbar, finde ich nicht, weil es gibt definitiv Rückstände von Medikamenten und so weiter und so fort. Ich benutze auf jeden Fall einen Wasserfilter. Welche Lebensmittel eignen sich am besten bei der Ernährung in der Krisenzeit halt? Ja, ganz klar. Also, du musst einfach ein bisschen Wasser haben, halt immer auf Lager halt, ne? Weil ohne Strom kommt auch nichts aus. Es sind ja Pumpen in der Leitung, wo kein Wasser kommt. Aber Wasser, ein bisschen was da haben oder von draußen oder wie auch was holen. Denn die Pflanzen, wenn sie es keimen quasi, filtern sie das Wasser ja auch automatisch nochmal. Das heißt, im Inneren ist immer sauberes Wasser. Ganz klar, Saaten halten sich ewig und wenn die ein bisschen Wasser bekommen, sind die alle essbar halt, ne? So. Und von daher, sowas wie Buchweizen oder sowas ist dann roh ganz normal verzehrbar, ja, und auch Hülsenfrüchte und solche Sachen kann man dann auch verzehren, also ganz klar Keimsaaten halt, ne? Kommt bald ein Video der Beerenqualität. Ja, ich wollte mal die Beeren auf die Radioaktivität testen, denn viele wilde Heidelbeeren sind radioaktiv. Das ist wirklich so. Das akkumulieren die auf jeden Fall sehr, sehr stark, auch von den Standorten her. Wir haben unsere zum Beispiel auch getestet, unsere wilden Heidelbeeren, das Pulver, und das hat wirklich null radioaktive Belastung. Wir sind die einzigen in Deutschland, vielleicht sogar auf der Welt, die Beeren auf Radioaktivität getestet haben. Ja, Hersteller, das machen wir, das haben wir gemacht, seht auf unserer Homepage auch. Das heißt, da sind wir schon mal clean, aber andere Produkte wollte ich auf jeden Fall nochmal aus dem Supermarkt schicken. Es gab aber vor kurzem einen Vergleich und da haben die Lidl-Heidelbeeren, die ich euch immer empfohlen habe, genau die, weil die auch am besten schmecken, am besten abgeschnitten hat. Ja. Aber kauft mir die bitte nicht weg. Ja. So, Wasser trinken vor und nach dem Essen? Nein. Ne? Verdünnt den Magensaft natürlich halt. Ne? So, eine halbe Stunde würde ich auf jeden Fall die Zeit lassen. Ja. Video über Salz habe ich auf jeden Fall schon gemacht. Emma Sauerteigbrot gesund. Ja, Sauerteig viel besser als normales Brot auf jeden Fall. Würde trotzdem auf glutenfrei achten. Dann bist du mal wieder in der Natur. Ja, es ist total schlechtes Wetter. Top 3 Learningsziele für 2021. Boah, das ist schwierig. Ja. Hebe ich mir auf fürs nächste Video. Was würdest du bei akuter Migräne tun? Ja, so eine Mixtur gibt es da, die ich da nehme. Und zwar, das ist tatsächlich Kaffee, Zitrone und Thymianöl. Genau, in Kapseln, das Thymianöl. So, wann kommen deine Nussmusse auf den Markt? Die sind bereits online. Multivitaminprodukt kommt für Kinder aber, das Produkt. So, und zwar genau, wir haben nämlich ein Kids-Produkt in der Planung mit allen Nährstoffen und solche Sachen halt. Da sind wir gerade in der Entwicklung auf jeden Fall auch dran, sind in den letzten Zügen. Kann vielleicht jetzt im September kommen. Wie geht's Uwe, meine Katze? Die habe ich ewig nicht gesehen, die hat sich wahrscheinlich irgendwo anders eingenistet. So sind halt draußen Katzen, die wandern halt immer in bestimmte Bereiche. Deine Produkte sind super, Dankeschön. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ich arbeite viel gerade, ja, sehr viel. Die gesündeste Ernährungsweise ist in meinem Buch, dann wird veröffentlicht und ich habe auch ein Video darüber gemacht. Ist gar nicht so alt. Bitte meine Videos gucken auch, dann wisst ihr sowas alles.
Proteinriegel kommen, habe ich gerade abgesegnet. Die sind himmlisch. Das sind die besten Proteinriegel meines Erachtens der Welt, die wir bald rausbringen werden. Seid sehr, sehr gespannt. Habe ich gerade bestellt, beziehungsweise als okay markiert und dass die produziert werden können. Per Manufakturarbeit immer, per Hand und so machen. Wir machen das ja ganz. Also ich finde unsere Cracker, unsere Mahlzeitenersatzprodukte, diese ganzen Sachen, ich bin klar, das ist meine Firma. Ich muss wirklich sagen, die sind einfach mega, muss ich wirklich sagen. Auch unabhängig davon, wenn es nicht meine Firma wäre. Ist nicht zu toppen, meines Erachtens. Und das Wichtigste fürs Immunsystem Winter, Herbst ist ganz klar High-Intensity-Intervalltraining. Das heißt, morgens 10 Minuten gehe ich zum Beispiel laufen. Ich gehe laufen, volle Pulle, nicht volle Pulle, aber so ziemlich schnell. Morgens ein Puls hoch bis auf 180. Ich laufe ungefähr 10 Minuten immer so, 2 Kilometer ungefähr ist das. Und das ist echt ein richtiger Bringer. Danach gehe ich kalt duschen, ja, und danach warte ich noch ein bisschen, faste auf jeden Fall auch eine gewisse Zeit, immer sehr, sehr lange. Ich gucke schon so, dass ich mindestens 16 Stunden auf jeden Fall faste am Tag. Plus diese Verbindung, ja, und dann noch die kritischen Nährstoffe alle abdecken, ja, Vitamin D-Mangel und solche Sachen entgegenwirken und so halt, ne? Gesunde Ernährung auf jeden Fall. 1 Kilo Gemüse am Tag ist bei mir immer so drin, ne? So ein Grünzeug oder Gemüse, irgendwas halt, ne? Ja, das hält mich eigentlich immer gesund. Ich bin ja nicht so gut wie nie krank. Das war es, glaube ich, so im Großen und Ganzen. Ja, ich denke, ich konnte euch ein paar Sachen beantworten. Folgt mir sehr gerne auf Instagram und bis zum nächsten Video. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit.